Aufnahme gestartet. Dauert jetzt ein bisschen. Bei Terraria scheint die bei den ersten 10, 20 Sekunden immer Blackscreen zu zeigen. Deswegen beginnen manche unserer Folgen mit schwarzem Bild. Ich muss ehrlich sagen, das ist glaube ich der beste Content, den du lieferst. Was zum Hölle? Was zur Hölle? Was? Was? Was war das? Frag mich denn, ich hab nur was gehört. War das von dir, Erik? Was? Diese bunten Lichtstreifen, die hier links waren? Was? Nein. Weil das sah aus, als ob das was von der Empress of Light war. Deswegen habe ich kurz Panik bekommen. Ich hab mich ins Bett gelegt, das hatte ich gemacht. Das hast du aber auch gesehen, Lennart, oder? Ja. Ich hab nichts gesehen. What the fuck, hoffentlich ist das schon in der Aufnahme drin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Terraria. Dem Finale quasi. Wir liegen jetzt aktuell im Bett, also richtig spannend wird's jetzt. Wir warten jetzt, bis es Nacht ist und dann geht's rund. Liegen alle schon im Bett? Ja. Also die Zeit läuft schon schneller. Ja, statt... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Zyklus so ist. Ich habe nie gezählt, die Sekunden. Bin ich zu faul für. Hey David, mal so eine Frage. Oh, was kommt jetzt? Wann spielen wir Code Vein weiter? Die Woche wäre natürlich gut gewesen, aber da hattest du leider doch keine freie Zeit. Deswegen müssen wir mal schauen. Wie sieht's denn mit der jetzt kommenden Woche aus? Was hast du denn da für eine Arbeit? Da komme ich ganz normal heim, bis auf Montag. Montag bin ich komplett heim. Dann können wir da ja mal schauen, weil die Woche habe ich noch Urlaub. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich keine Zeit habe, ist morgen Samstag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr bin ich am Streamen. Ungefähr, also 12 bis 20 Stunden ungefähr haben wir uns vorgenommen. Hä? Viel Spaß dabei. Ja, wir haben uns Beschäftigungen überlegt. Erst Game of Life, danach Dead by Daylight und am Ende versuchen wir, so weit wie möglich in der Story von Dead Space 3 zu kommen. Schade, dass kein neues Dead Space rauskommen wird. Das wäre geil. Neues Bioshock wäre auch geil. Ich muss ehrlich sagen, aber kein Dead Space hatte so das Feeling des ersten Teils wiedergeben können. Ja. Schlechtes Spiel war es jetzt nicht, würde man sagen, weil der dritte ein bisschen merkwürdig war, weil der halt echt auf Action abgezielt hat, anstatt auf Horror. Das war aber auch witzig. Das war das eine Mal, wo wir jetzt das Zeit gespielt haben, ich bin mir die Kehle am Ausblären gewesen und dann war das Mikrofon gemutet. Mhm. Ja, das war so schön. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und alleine bringt das schon ein bisschen Horror, wenn man da erstmal lang geht. Das Problem ist nur dabei, der Horror geht dadurch weg, nicht durch den Koop, sondern dass die Waffen zu OP sind, die man sich machen kann. Dass man da diese Schrotgewehr und MGs machen kann, dass man sich die Munition selber herstellen kann, statt sie mühsam zu suchen und sparsam zu sein. Mhm. Das ist auch das, was bei Evil Within 2 den Horror wegnimmt, dass man sich Munition herstellen kann. Ist das schon nachts? Ich glaube ab 7:30, oder? Ich will nicht riskieren, dass wir die Empress of Light... Naja gut, wir gehen jetzt erstmal ins Heiligengebiet rüber. Wo war das denn nochmal? Das war rechts vom Dschungel, oder? Alter. Au, au. Was ist das für eine verkackte Wolke? Aua. Ja, beim Regen kommt immer diese Wolke. Beim Dschungel könnt ihr euch hin teleportieren und dann nach rechts. Ja, yeah, ich gebe mich kurz auf Waffen hier. Was wollte ich sagen? Irgendwie habe ich den Faden verloren. Keine Ahnung. Achso, wegen Dead Space. Es muss nicht mal unbedingt ein neuer Teil sein, sondern wie von Resident Evil 2 und 3, so ein Remake der ersten Teile wäre geil. Welche Gruppe sind wir eigentlich? Rot. Rot. Ups. So ein Remake von Teil 1 und 2 wären geil. Manche Spiele, von denen man gerne mal ein Remake machen könnte.
Würde mich echt mal über ein Remake von SWAT 4 zum Beispiel freuen. Boah, das wäre so geil. Ja, allgemein mal ein neuer Teil davon, wenn man ja ist. So, also, seid ihr bereit? Teamarbeit. Si, Senor. So, dann, greift mal bitte kurz an, wenn ich hier... Warte mal kurz, erstmal kurz gucken, vielleicht spawnt da unten ja ein Prisma-Schmetterling. Nee, da muss ich einen von meinen opfern. Ich werde den aussetzen, dann müssen wir den kaputt machen. Dann spawnt die Empress of Light. Also, okay. Hier, schwing mal dein Zenit. Da ist sie. Los geht's. Jetzt erscheint sie erst. So, und jetzt, ich habe schon Schaden bekommen, also ich wäre schon raus. Ja, ich auch. Oh. Ich bin auch tot. Das ist natürlich kacke. Warte mal kurz, die ist da. Hier drin. Gibt's ein nices. Song Starlight. Scheiße. Okay. Was habt ihr denn? Eisernen Flügel und Abendzeit. Oder aufsteigende Insignien. Ja, aufsteigende Insignien hab ich und Kaleidoskop hab ich. Oh, das ist das Richtige für dich. Rickard Stegen. Nice. Den fand ich super geil, als ich den gesehen habe. Erik, sag mal deine Waffen, die du hast. Waffen? Ja, falls du eine Waffe bekommen hast. Nee, ja, doch hier Abendzeit, das war nur ein Bogen. Dann nehmen wir zuschmeißen. Ich habe keine Pfeile. Ja, stimmt. Oh, das ist ein richtig geiler Bogen. Sogar ich habe für den Beschwörer habe ich 250 Schaden Kaleidoskop. Also, probieren wir es nochmal nachts, um noch ein paar bisschen Loot abzustauben. Und da werden wir sie einmal tagsüber probieren, auch wenn ich nicht glaube, dass wir das schaffen werden. Dafür ist unsere Kondition zu schlecht. So, dann kommt man da hier hin und schlägt um sich. Ja, ich wäre schon tot. Ich wäre nochmal tot. Oh, das sind die schlimmsten Angriffe, ja, den auszuweichen. Grade. Ja, das habe ich gerade Schaden gekriegt. Ui, macht echt gut Damage. Ich wäre durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen. Ja, aber du musst bedenken, wir waren beide noch am Leben, wo wir eigentlich tot gegangen wären. Dann hätte sie dich viel mehr gefokust und du hättest 20 Sekunden aushalten müssen. Prismatischer Farbstoff. Erik, ich hab Nachtglüh. Eine magische Waffe. Ich hab Sternlicht, hab ich gekriegt. Das ist die, Das ist der Degen, den du auch hast, ne? Ja. Zeig mal die magische Waffe, die will ich gerne mal sehen. Kann ich nie mehr einsetzen, dafür bin ich zu schwer. Was für eine Waffe? Die, das ist der Sternglühen, hast du das nicht? Ne. Doch, ich hab einen, hier. Ach, das sind diese Sterne, die sie da erzeugt. Das ist eigentlich ganz nice. Macht aber sehr wenig Schaden. Ah, ich hab dir jetzt noch eins gegeben. Hattest du schon eins? Ja. Aber der macht mehr Schaden, deiner David. Die wird unendliche Flug mit Flügeln und Raketenstiefeln. Oh! Das habe ich ja gar nicht gesehen, ihr Accessoire. Mhm. Das ist ja perfekt, weil. Die Flügel sind deutlich besser, um wegen der Geschwindigkeit im Gegensatz zum Besen. Ja, du kannst nur nicht hauen. Mhm. Da bringt ja sowieso kein Defensiv-Scheiß irgendwas. Ja, also alles Defensive kann man da rauswerfen. Wie lange geht die Nacht denn noch? Weiß das noch jemand? Nee, ich hab keine Uhr. Ja, also,
1,52 ist es jetzt. War es bis 7? Ah, machen wir den Frostmund in der nächsten Nacht. Jetzt natürlich die Frage, kann sich einer mal erkundigen, ob die Empress of Light hier im Heiligen Gebiet spawnen muss oder ob wir die auch bei uns spawnen müssen? Das wäre hilfreich, wegen den Betten zu wissen. Da habe ich keine Ahnung. Okay, kann man machen. So. Okay, es kann in jedem Biom gespawnt werden, nur, was ist das? Diese, was hast du da, was braucht man dafür, um die zu beschwören? Prismatische Florfliege. Ja, genau, weil die tut so ziemlich sofort despawnen, weshalb man die verdammt schnell kaputt hauen muss. Ja, okay, das passiert ja, okay, das passiert also nur tags. Gut, dann weiß ich das Bescheid. Eine habe ich davon noch, die kommen halt relativ selten nachts im heiligen Gebiet, tauchen die auf. Und da muss man die mit dem Fliegennetz fangen. Also einen Versuch haben wir. Und jetzt will ich erstmal den Bogen testen. Dazu brauche ich Pfeile. Hier, komm, gib mir mal Pfeile. Ich hatte das Gefühl, dass ich unfassbar viel schneller bin, seit ich dieses Accessoire von der Empress of Light angelegt habe. Also zu Fuß. So. Oh. Geil. Ich schieße nur einen Pfeil und da kommen 4 Stück raus. Okay, der Bogen ist natürlich geil. Aber dass man sowas erst so spät bekommt. Empress of Light kann man natürlich nicht am Anfang vom Hard Mode besiegen. Unwahrscheinlich. Ah, cool. In dem Master Mode kann man dann sogar, ich droppe die mit einer 25%igen Chance die Jewel of Light. Da kannst du eine Fee als Haustier haben. Okay. Gibt aber auch ein anderes für eine Fee. Man kann ja auch diese magische Glocke machen. Dann hat man so eine ja, Pixie von links. Ja, Fairy Princess, was denn aber. Ah, und die macht Licht. Ach, wir kriegen eine Waffe, wenn wir die einen Tag besiegen. Nicht unbedingt eine Waffe, also das ist eine Waffe, die du nicht aktiv benutzt, die von sich aus kämpft. Also ist nicht das quasi der zweite Zenit? Genau, so als ob wir 2 Zenits hätten gleichzeitig. Ah, ja, Sun Weapon. Hat aber eine 100%ige Drop-Chance. Cool. Ja. Ist auch das Mindeste dafür, dass die einen One-Hit wegmacht. So, das Armband, das Mythen-Amulett, das konnte ich jetzt ablegen, weil Heiltrank, Abklingzeit und Regeneration wird uns hier nichts helfen. Das habe ich auch abgelegt. Warte, das ist gut, das ist der Fall, das habe ich noch da. Ich habe ein Schild erstmal abgelegt. Das stimmt. Angstschild lohnt sich auch nicht. Habe ich denn noch irgendwas dabei, was... Nein! Ich bin weg. Ey, ich hab's nicht gemerkt. Habe ich denn noch irgendwas dabei an Accessoires, die mir vom Kampf her helfen könnten? Yo, der himmlische Stein. Den könnte ich statt dem Angstschild nehmen. Also jetzt ist es Tag, jetzt können wir uns dann schon mal vorbereiten, dann probieren wir es mal.
Wir müssen auf jeden Fall alle Abstand von ihr halten. Der, der zuerst gefokust wird, der ist einfach verloren. Es wird echt das Wichtigste, sie einfach möglichst schnell down zu machen, bevor sie uns killt. Da, ich komm mir so schnell vor irgendwie, habe ich so das Gefühl. Komm ich mir aber gerade auch. So, zwei Pets. Lennart, du kannst auch noch einen zweiten machen. Mich allgemein mal warten. Genau, jeder stellt hier sein Ding auf. Jeder rüstet sein Zenit auf. Mit dem Schleifstein hier. So, und einer muss dann in meine Richtung angreifen, um den Fliegler hier wegzumachen. Okay, bereit? Los! Oh, ich glaube, ich bin gleich tot. Ich bin tot. 26.000 Damage hat sie mir gemacht. Oh Gott, hier ist sie mich reingeflogen. 22 Sekunden noch, bis ich wieder da bin. Na toll. Ja, oh nein! Sie verfolgen eine Scheiße. Es wäre so gut gewesen, es wären nur noch 10 Sekunden und sie war half-life. Unsere Angriffe machen richtig gut Damage, aber unsere Navigation ist zu schlecht dafür, um den ganzen Angriff da auszuweichen. Ich definiere Navigation. Also, wenn ich irgendwas Ziel verfolge, dann kann ich. Das nächste Mal nehme ich einfach das Prisma. Ich stelle mich irgendwo hin und schieße einfach von der Seite drauf. Ja, das Problem ist, sie halt über die große Entfernung dann auch wahrzunehmen. Brauche ich nicht, ich habe ein Prisma. Also ich habe ja auch gesehen, eine Zeit lang hat der Lennart angegriffen, aber da ging sein Zenit einfach nicht bis zu ihr dran. Das war ein bisschen doof. Ja, ja, ansonsten hättest du deutlich mehr Schaden gemacht. Bildschirmende, ich kann nicht weiter raus. Da ist eine Totenkopfwolke im Hintergrund, seht ihr das? Wo? Bei mir. Ich laufe mit der mit, also bei mir jedenfalls ist sie zu sehen. Das ist ein Totenkopf. Bei mir nicht. Ja gut, das war das Letzte, was ich davon jetzt erstmal hatte. Jetzt können wir auf die Nacht warten und machen hier den Frostmond. Das wird, oh Gott, das wird wieder so ein... Oh, da werden so viele Items rumliegen. Na ja gut, ich habe mich auch nicht gebufft mit dem Flinkheitstrank. Das hätte vielleicht noch ein bisschen geholfen, aber... Also schnell wie ihr down wart, weiß ich jetzt auch nicht. Das stimmt. Ja, er hat recht. Legen wir uns ins Bett. Ja, komm, leg dich hier ins Bett, los. Ja, jetzt die Grabsteine weg, Mama. Das Beste wäre eigentlich, wenn wir so einen richtig vollen Server machen. 100 Spieler, jeder mit einem Zenit und dann die Empress of Light rufen. Wie heißt der Typ immer, der das mal gemacht hat mit 200 Spielern? Ich weiß nicht mehr. Ja, der auch für die Country Road. Meinst du Chubby? Nee. RT Games. Ja genau, RT Games, der hat das mal gemacht. Nee, Chubby Games, der hatte mal einen Server aufgemacht, einen öffentlichen, und hat den dann 24 Stunden laufen lassen und dann gesehen, wie am Ende die Welt aussieht. Das war sehr interessant. Also da war wirklich ein großer Teil der Karte hat gefehlt. Richtig geile Bauten waren dabei. Und ihr wisst doch, diese Mauer, die ich da aus den Kupfermünzen gebaut habe. Sowas nur viel größer aus Platinmünzen stand da bei dem. Lol. Die haben, glaube ich, keine Ahnung, die haben 100-mal den Moonlord oder so besiegt. Mindestens. Ich wechsle mal wieder die Ausrüstung.
Tja, Empress of Light, das ist so eine Sache. Sie wird dem Namen gerecht. So, ist jetzt schon dunkel genug? Ich weiß nicht, eigentlich die Musik müsste sich ändern. Ich hab keine Musik an, deswegen kann ich es nicht sagen. Ja, ne. Ich glaube jetzt. Aber das, was wir jetzt machen, das wird ja keine Herausforderung mehr für uns. Mit unserer Ausrüstung. Da. Zombie-Elfen-Lebkuchen. Also das wird jetzt nur noch aufsammeln. Mein Spiel fing gerade kurz an zu laggen. Das ist kein gutes Zeichen. Ach, Center. Das war Center. Ja. Ich hab Krampus getötet. Die Musik finde ich aber geil. Da ist doch schon die erste. Ja, Eiskönigin. Ja, ich habe auch schon eine kaputt gemacht. Yo. Disney kann uns mal. Oh Gott! Bombengeschenke! Schon wieder eine Eiskönigin. Hey! Die Bombengeschenke machen ganz schön Damage vom Santa, die er so abschießt. Aua, jetzt hat er mich getötet. Oh, Weihnachtsbaum, oh, Tannenbaum. Man muss aber schon sagen, der Frostmond ist schon etwas härter als der Kürbismond. Huch, bin tot, hab Bladin fallen lassen. Ja, ist bei mir eben auch schon passiert. Ja, wir haben ihn gleich geschafft. Wir sind, glaube ich, in der vorletzten Welle, wenn ich das richtig sehe. Ach, die Geschenke sind Bomben. Ja. Also nicht einsammeln. Den Fehler habe ich schon gemacht. Also ich glaube, von der Eiskönigin habe ich jetzt jedes Item, das sie droppen kann, schon einmal bekommen. Dass sie alles droppen können. Ich glaube, ein Zauberstab, eine Fernkampfwaffe und eine Lanze. Und ihre Trophäe halt.
das Zenit ist echt eine geile Waffe. Oh, was war das denn? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich gerade auch nicht mehr bewegen. Uiuiui, jetzt aber mal langsam hier, Freunde. Hier sind aber ganz schön viele Eiskönigin. Die Nurse ist tot. Ja, ich auch. Fuck. Naja gut, ihr lebt ja schon wieder. Wir haben den Frostmund eigentlich abgeschlossen. Jetzt geht's nur noch um... Das hier ist... Highscore, quasi. Unten rechts. 5686 Punkte haben wir jetzt. Ja, das spielen wir aber. Alter, ganz ehrlich, bei den Angriffen der Eiskönigin, dem Laserstrahl, der ganzen Zenits, muss ich echt aufpassen, dass ich keinen epileptischen bekomme. Epileptisch, aber happy. Alter, hier sind so viele Bomben. Das war hinterhältig. Kommen die Bomben von unten nach oben? Okay. Also sagen wir mal, an Geld mangelt es mir nicht mehr. Wenn ich mal mein Zeug aufnehmen dürfte, wird das ganze Danke, David, hast du mein Geld aufgenommen. Achso. Da bin ich gerade eben gestorben. Naja, egal. Hast du wenigstens davon. Naja, die Frage ist, wofür wollen wir das denn jetzt eigentlich noch ausgeben? Keine Ahnung. Wir könnten es nachher ein Haus aus Platinmünzen bauen. Ja, dafür schickt es dann doch nicht. Eigentlich ist es ein Fehler, dass wir uns so aufteilen, wenn alle drei... Ja gut, wir haben es eh geschafft. Wenn alle drei Zenit auf einmal um uns herum kreisen, dürfte es eigentlich viel mehr Damage machen. So. Alter, hab ich viel Scheißdreck aufgehoben. Oh, nicht nur du. Gut, dass keiner mehr im Haus lebt. Ja, also 62 Platinmünzen habe ich. Also für ein halbes Haus reicht das. Ich bin auf eine wieder Runde. Oh nein, was habe ich getan? Oh nein, ich habe alles hier reingepackt. Ich habe bekommen Rasierfichte. Hab ich auch. Geil. Elfenschmelzer. Oh, ein Flammenwerfer. Da habe ich aber gerade keinen Clipper. Kettenkanone, Chain Gun. Ja, weil. Schön. Weihnachtshaken, aha. Schneemannkanone. Verschießt Zielflugraketen, naja, okay. Nordpol, das ist eins von der Eiskönigin. Hier, so eine Lanze, die noch Eis schießt. Schneesturmstab. Weihnachtsbaumstab. Ja, genau, Schneesturmstab. Ah. Das sind Waffen, die könnte man früher im Spiel gebrauchen, aber
Aber wir schaffen so viele von diesen Eiskönigen zu besiegen, ist dann die Frage früher im Spiel. Ich denke nicht. Heieiei. Ja, hier, Everscream-Trophäe habe ich. Ice Queen-Trophäe. Ja, warte, da machen wir gerade ein paar mehr dabei. So. Ja. Ah, hier. Weihnachtspanzer. Jetzt alles Unnötige ablegen. Also quasi alles. Ich habe schon wieder vergessen, mich zu buffen. Ich wollte doch eigentlich meinen Keks fressen. Tja, scheiße schon, wa? Ja. Ich lauf grad nochmal rum, weil hier noch Sachen rumliegen. Yo, ich hab das Weihnachtsbaumschwert bekommen. Da habe ich auch schon 3 Stück weggeschmissen. Das ist echt gut, das macht AOE-Damage ganz schön. Durch diese ganzen Weihnachtskugeln, die da platzen. Weihnachtsbaumschwert finde ich nicht schlecht. Sonst noch irgendwas liegen lassen? Ja, hier liegt noch ein Weihnachtsbaumschwert. Haben wir eigentlich mittlerweile alle NPCs einmal in unserem Dorf? Ich denke. Ja. Weil da müsste ja die Prinzessin eigentlich auftauchen, aber die habe ich noch nicht gesehen. Irgendeinen müssen wir doch vergessen haben. Housing. Fällt mir irgendjemand auf jetzt auf die Schnelle? Haben wir den Cyborg? Den Cyborg haben wir. Den Weihnachtsmann haben wir. Pirat, Zauberer. Ne, ist mir schon so. Ja, der Golfer? Der Golfer, den haben wir nicht. Den haben wir nicht. Der ist irgendwo im Untergrund in der Wüste. Auf in die Wüste. Yo. Warte mal kurz. Können wir. Wäre natürlich super, wenn wir das machen könnten. Ich muss mal kurz den Server beenden. Ja, okay, warum? Damit es schneller durch die Wüste geht, weil ich bin jetzt zu faul, um noch hier Chlorophytbaren und sowas zu farmen. Hm? Deswegen statt das Ding jetzt nochmal extra zu basteln, nehme ich das einfach von meinem anderen Charakter. Weil theoretisch können wir natürlich alles bekommen, aber dazu müssen wir nochmal hier Geisterbarren machen und sowas. Achso, ja. So, was denn spielen? Expert LP. Server fährt hoch. Okay, ist da. Aber es wäre mir jetzt zu doof, das alles neu zu farmen und damit kommen, finden wir den deutlich schneller. Okay. Kurz schauen, wo haben wir denn eine gute Wüste? Links von uns ist die. Rote Gruppe wieder und dann warte ich links an der Wüste auf euch. Ich joine.
Oh, mein teurer Wald, den ich da gepflanzt habe. Und runter. Gut. Ah, das Ding. Der Bohrer. So, und jetzt alle die Augen offen halten nach dem... nach dem Golfer. Wir sind hier, um dir zu helfen. Sieht zwar nicht so ganz danach aus, aber es ist tatsächlich so. Schon jemand was gesehen? Nein. Da ist er! Okay, haben wir mit ihm geredet. Aber kann man echt Golf spielen? Ja. Ich glaube, das sollten wir auch mal ausprobieren, oder? Man kann bei dem Golfbälle und sowas holen, dann können wir uns eine Minigolfbahn aufbauen. Ich glaube, das müssen wir irgendwann mal machen. Ich werde die ganzen Mist wieder loswerden. Hoffen wir, es ist Sand im Inventar. Sand. Oh oh. So, was soll das? Nichts. Und jetzt muss der eigentlich... Zoom. Ja, jetzt ist der Golfer da. Jetzt müsste doch eigentlich die Prinzessin einziehen, oder nicht? Oder fehlt immer noch einer? Ich kann mal nachgucken, wenn wir noch haben. Golfer, der Waffen, Taverne, Stylistin, Goblin, Tinkerer, Witch Doctor. Witch Doctor haben wir. Golfer, Mechanic. Mechanic haben wir. Party Girl, Triade. Ne, wir haben alle, Angler haben wir auch, ja, wir haben eigentlich alles, ne? Ja. Ja, dann noch Hard Mode, Text Collector, Santa Claus haben wir, ja. Steck ich wieder rein. Oder braucht ihr extra ein Haus im heiligen Gebiet? Ich guck mal kurz nach. Ein leeres Haus einfach, mehr nett. Ja, okay, das haben wir ja eigentlich. Und alle NPCs bis auf Santa und die Haustiere müssen da sein. Achso, Santa zählt also nicht mal, dann ist okay. Also die müssen, wie gesagt, alle da sein. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon da sind, alle. Und dann. Die sind fast alle da, nur der Golfer ist noch nicht hier eingezogen. Der ist noch unten in der Wüste, soweit ich das gesehen habe. Ja, dann müssen wir halt warten, bis der eingezogen ist. Der ist Billy Bones. Worauf könnte denn Billy Bones ein Pun sein? Keine Ahnung. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie den vielleicht Lion Stones nennen. Ne? Hm? Verstehst du? Lion statt Tiger und Stones statt Woods. Das ist halt der Humor von dem Spiel.
So machen die das ja meistens. Ich habe mich gerade gefragt, was ist das denn für ein NPC? Hafko. Aber, ja, okay. Der NPC. NPC, den ich nachts selber zum Weinen bringen kann. Ich habe jetzt die Woche 111 Folgen Detective Conan geschaut. Und die letzten zwei Folgen, die ich gesehen habe, die gingen um Goblins. Da muss ich die, da habe ich direkt wieder Flashbacks bekommen. Goblins Lea. Tja. Wir haben nichts Besonderes mehr zu tun, oder? Negativ. Wir sind quasi mit allem durch, außer dass wir nicht gut genug sind, um die Empress of Light zu besiegen. In der Tat. Ich guck mal, was ich noch hier so habe an Beschwörungs-Items. Ich kann das Auge von Cthulhu rufen. Aber dazu muss es aber, glaube ich, erstmal Nacht werden. Wenn ich jetzt das Auge von Cthulhu beschwöre, komme ich mir so mies vor. Das hat ja gar keine Chance. Könnt ihr mal King oder Queen Slam holen? Oder beide ja, gleichzeitig. Ja. Queen Slam Beschwörungs-Item hab ich. King Slam müssen wir uns herstellen. Das heißt, Glibber, Gold und Rubin brauchen wir. Rubine. Gold. In welcher Kiste finde ich denn am besten Glibber? Keine Ahnung, vielleicht eine Glibberkiste? Gibt keine Glibberkiste. Ne, die ist in den Lootkisten. Sag ich doch. Aber da erstmal natürlich die Krone herstellen. Stimmt, wir könnten auch ein Minispiel machen. Es gibt ja dieses Schnapp dir den Edelstein. Aus 15 Rubinen mache ich mir jetzt einen Rubin-Edelstein. Der fliegt über meinen Kopf. Und wenn mich ein Spieler tötet, dann lasse ich den fallen. Und dann kann man so Capture the Flag machen. Ah ja. Ach, ich brauche einen Altar, um King Slime hier, um das Ding fertig zu stellen. Wo war denn noch ein Altar? Ja. Wo haben wir den dann übrig gelassen? Ach da, beim... in der Crimson, beim Dungeon. Ach ja, so geht das Expert LP zu Ende. Expert? Ja. Was, ist das wirklich Expert Mode? Ja. Erinnerst du dich nicht mehr, was wir für Probleme mit dem Auge von Cthulhu am Anfang hatten? Wir haben doch das Haus nur aus Frust gebaut. Welcher? Weil wir nichts hinbekommen haben, weil wir nicht den ersten Boss geschafft haben. Warte mal. Achso, stimmt, Master ist der danach. Stimmt, der andere hieß Master Mode. Ja, ich hab kurz vergessen. Na, ob wir den Master Mode schaffen? Das Auge von Cthulhu wird dann ja nochmal eine ganze Ecke schwerer. Wir müssen ins Heiligengebiet für Queen Slime und dann holen wir mal King und Queen Slime. Ich hoffe nur, die vermehren sich nicht, da müssen wir unbedingt die Eier zertreten. Wanzen am Telefon. Wanzen am Telefon. Hm.
Das Ding ist jetzt nicht mehr so schnell wie der Besen. Dafür cutte ich einfach die ganze Welt unter uns weg. Die ganze Welt wird auf eine Höhe abgeschnitten. Moment, King und Queen Slime. Gehen wir mal hier rechts auf den Boden. King Slime ist mittendrin mal gestorben beim Kampf gegen Queen Slime. Also, das war ja schon fast... Ja, warte, fast pass mal auf. Pass mal auf, hier. Okay, gehen wir nach Hause. King und Queen Slime war schon eine gute Kombi. Ich habe aber noch eine Kombi auf Lager, die wir machen. Und okay. Zwar die Twins und das Auge von Cthulhu. Erstes Auge ist weg. Oh, zweites und drittes sind weg. Das war ja... Das war ja krass. Geil, machen wir mal die Schatzbeutel auf. Da ist bestimmt richtig guter Stuff drin. Jo. Spielzeug verkaufen, ich hab fast nur Kacke. Klingenstab. Boah, langsam 7 Damage. Oh, das war's auf jeden Fall. Wir sind eigentlich durch mit dem Spiel. Das Einzige, was noch fehlt, wäre die Empress of Light tagsüber, aber... Das ist so eine Sache, da sind wir ein bisschen zu inkompetent für. Da könntest du ja recht haben. Crystal Assassin Pants. Ich würde es ja nochmal probieren, wenn es nicht so lange dauern würde, diese komischen Fliegedinger da zu fangen. Fliegedinger? Ja, diese Käfer, um die zu spawnen. Man muss ja ins Heiligengebiet gehen, nachts, und dann... spawnt da vielleicht eins von diesen Käfern und die muss man dann mit dem Fliegennetz fangen und dann kann man die damit beschwören. Klingt ja richtig aufregend. Das ist mir jetzt ein bisschen zu doof. Ja, als nächstes, was ist das nächste große LP, das für uns ansteht? Wir haben zur Auswahl jetzt aktuell die Favoriten sind Terraria Master Mode oder Stardew Valley? Stardew Valley. Alles klar, einstimmig für Terraria Master Mode. Nee, Stardew Valley würde ich auch gerne mal ausprobieren. Dann können wir den Master Mode ja mal irgendwann mal hinterher schieben. Ja, wir können auch Master Mode und Stardew Valley spielen. Gleichzeitig. Terraria Master Mode Mod in Stardew Valley. Oder mit zwei PCs gleichzeitig. Ja, gleichzeitig und das Speedrun. Fuck, überall verrenkt. Ja, Master Mode, da lassen wir uns mal ein bisschen Zeit... Jetzt haben wir ja schon haufenweise Terraria gemacht. Wir haben ja das Expert-LP nach dem normalen LP direkt rangeschoben quasi. Machen wir jetzt eine größere Pause, dass wir wieder richtig inkompetent sind und der Master-Mode noch schwerer ist, als er eigentlich wäre. Wenn wir jetzt den Master-Mode anfangen würden, dann würden wir den ja rocken. Deswegen, das wäre ja langweilig. Also. Ich muss aber ehrlich sagen, was ich schade finde, dass wir unser hübsches Haus quasi verlieren. Ja gut, aber wir haben ja bis jetzt jedes Mal irgendwie was Hübsches gehabt. Allein schon mein doofen Schmürz-Gebäude war schon geil. Existieren die Welten noch? Ja, die habe ich alle noch. Sehr schön. Die müssen wir eigentlich speichern. Die sind. Ja, man kann ja Charaktere und Welten kann man ja als Favorit auswählen mit diesem Stern beim Auswahlmenü. Da habe ich die alle festgelegt. Die vorigen LPs und die Charaktere davon. Jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen. Vor allem, wir haben es mal geschafft, das nie zusammen zu zimmern. Hat beim ersten Mal nicht so gut geklappt. Ja, wegen dem verzauberten Schwert, aber jetzt weiß ich auch, wie man das besser finden kann. Fischen.
Nicht nur, gibt noch eine Variante. Eins habe ich durchs Angeln bekommen, zwei habe ich gefunden. Aber dazu muss ich eine andere Welt öffnen, um die zu finden. Aber jetzt weiß ich immerhin, wie man nach denen besser sucht. Das werden wir dann beim nächsten Mal genauer machen, dass wir das direkt von Anfang an tun. Ja, dann wird das Handy ja noch wichtiger. Und hoffentlich bekommen wir beim nächsten Mal eine geile Welt, wo mehr geiler Stuff spawnt. Wir hatten ja bis jetzt noch kein einziges Mal eine Pyramide in unserer Welt. Das stimmt. Finde ich irgendwie kacke. Ich glaube, eine Pyramide hat eine 20%ige Chance zu spawnen. Oh, bitte nächstes Mal nicht mit Crimson, ey. Nee, nächstes Mal dann wieder Corruption. Wobei, du musst bedenken, dann hast du das Vampirmesser nicht mehr. Scheiße, können wir und das E-Core ist nicht da. Stimmt, wir könnten das nächste Mal die Welt machen, wo beide Dinger sind, wo Crimson und Corruption sind. Okay, das ist okay. Machen wir Master Mode beides. Die Welt ist auch nur geringfügig schwerer an sich schon. Und dann noch den Master Mode dabei. Ah ja, komm, dann richtig. Im Master Mode ist es sogar so, dass Skeletron Prime, der hat ja diesen Raketenwerfer bei einem von seinen Armen und die können dann tatsächlich unsere Welt zerstören, diese Raketenwerfer. Die Bomben, die da rauskommen. Also das heißt, dann müssen wir weit weg von unserem Haus, müssen wir den dann bekämpfen. Oh no. Und wir müssen Skeletron im Untergrund besiegen, weil in dieser Welt, wo beide Sachen sind, da ist der Dungeon unterirdisch. Der Eingang vom Dungeon. Aha. Also das wird... Da wird einiges warten. Es gibt auch eine Welt, da gibt es kein Wasser und keine Erde, sondern da ist alles Honig und Bienenstock und so. Eine ganze Welt nur aus Honig. Das Land, in dem Milch und Honig fließt, wortwörtlich. Nein, eigentlich nur Honig. Milch will. Nee. So, haben wir noch irgendwas zu tun? Nö, eigentlich nicht. Wir haben alles geschafft, quasi. Ich bin kurz am Nachdenken, ob wir noch irgendwas vergessen haben, irgendein Event oder irgendeinen Boss. Aber wir dürften alles haben. Ja. Da würde ich sagen, das war's. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir haben den Terraria Expert Mode abgeschlossen. Expert Mode, ja. Und jetzt kommt der Master Mode. Wird auch wieder easy sein. Den werden wir so schnell durchmachen. 20 Folgen höchstens. Wie lang die Folgen sind, verrate ich natürlich nicht. So. Und dann bis zum nächsten Mal.